So. Gehen wir mal rein. Also, probieren. Hallo. 192 Gold auf 13 aufstocken. Das ist schon mal eine Menge. Ist gekauft. Experte für Dunkelmagie. Interessant für eine Barkeeperin. Heda, ihr seid Owens Protégés, oder nicht? Lange nicht gesehen, wie klein die Welt doch ist. Er schenkt euch ein breites Lächeln und fragt dann nach einigen peinlichen Augenblicken: Ihr könnt euch nicht mehr an mich erinnern, stimmt's? Nee. Das Grinsen würden wir wieder erkennen. Ihr seid, Nein, können wir nicht. Nun, das stimmt. Bei unserer letzten Begegnung in Hammerfall war ich noch ein kleiner Junge. Ich bin Romuald. Ihr erinnert euch vage an einen Straßenbengel diesen Namens. Aber das liegt schon lange zurück. Und ihr habt das unbestimmte Gefühl, als würde er euch tatsächlich noch Geld schulden. Sagt, ihr werbt nicht zufällig an, oder? Wir haben da so ganz tollen Goblin eigentlich. Aber wenn du kein Gold willst, ist alles gut. Im Kampf werde ich euch nichts nutzen, aber ich kann euch dabei helfen, bessere Preise bei Händlern zu bekommen. Dafür verlange ich lediglich 350 Gold und 2% des Goldes, das wir unterwegs finden. Ein Schnäppchen für euch. Wart mal. Ich habe da eine Idee. Komm mal mit. Stopp. Diese Mitglieder nimmt das falsch mit Händlern und erhält bei jedem Kauf einen Rabatt von 15%. Bei jedem Kauf. Nicht, wenn wir verkaufen. Das ist schade. Schon die Hälfte von meinem Plan nicht auf. Also mein Plan war, wir nehmen ihn nicht nach draußen. Der bleibt immer schön in der Stadt. Also wir... Wir waren gerade in der Taverne, Georg, und halt die Klappe. Also, wir nehmen ihn nicht mit nach draußen. Wir machen also unser Abenteuer, kommen hier rein, heuern ihn dann wieder hier an. Das müsste ja nichts mehr kosten, weil wir es einmal schon gemacht haben. Genau wie bei Kengi und dem Pferd und was weiß ich. Dann verkaufen wir mit ihm alle unsere Sachen und dann schmeißen wir wieder raus. Das war zumindest der Plan. Aber da beim Verkaufen nicht gut ist, ist er... Frage, ob Zauber davon auch beeinflusst werden. Was war, sagt unsere neue Karte? Hatten wir irgendwie nicht einen Zauberer? Ausdauer ausweichen. Hatschu, da oben sind Zauber. Okay, ich gehe mal ganz kurz zu dem Zauberladen. Da. Und gucke, ob die günstiger sind. Dann können wir ihn dafür wenigstens benutzen. So, klick. Wir hätten gern Zauber. Zauber für irgendjemanden kaufen, der... Ja, nee, 350 immer noch. Gut. Also, du bist nicht zum Verkaufen zu gebrauchen. Du bist nicht zum Kaufen von Zaubern zu gebrauchen. Das heißt, wir brauchen dich eigentlich nur, wenn wir Ausrüstung kaufen, wofür ich meistens so geizig bin. Okay, Heiltränke und so vielleicht nochmal. Wir haben 60 kleine Heiltränke. Die sollten wir mal aufbrauchen. Mittlerer Trank haben wir 15 Stück. Widerstand gegen Erdmagie, Widerstand gegen Erdmagie. Hier, bitteschön. Du bist jetzt sehr widerständig gegen Erdmagie. 100% Schutzverwirrung. Ich glaube, unser Equipment, das nur vor irgendeiner bestimmten Sache schützt, sollten wir ein wenig einschränken. Oder? 100% Schutzverwirrung. Also wir könnten jetzt fast jeden immun gegen Verwirrung machen. Das heißt, wenn wir wirklich mal auf Gegner treffen, die ganz viel verwirren, hätten wir einen guten Spruch. Allerdings... Nee, das schützt gar nicht vor Verwirrung. Ich wollte gerade sagen, allerdings haben wir ja einen Zauber dagegen, aber haben wir nicht. Poops, blessing upon you. Ja, sehr gut. Was wollte ich jetzt noch machen? Genau, ich wollte ins Zwergengebiet, ich wollte ins Naga-Gebiet. Hier. Hallo Naga, wir haben schon ganz viele von euch umgebracht. Achso, ich kann gar nicht mit dir reden. Fass. Pulsierende blaue Flüssigkeit. Hier. Die Naga-Bank. Okay. Wow. Ihr seid andere Naga, ha? Huh?
Falls ihr gerade einen Witz über Kreditheil machen wolltet, dann lasst es besser. Davon abgesehen, wie kann ich euch helfen? Also das da sind normale Nagas, wie wir sie kennen. Und das sind wohl die etwas muskulöseren Varianten, also die Haie. Meister mit dem Streitkolben? Haisoldaten. Nee, danke. Experte im beidhändigen Kampf? Gold einzahlen. Ach, das tut mir leid. Von Schatzjägern und Abenteurern nehmen wir keine Einlagen mehr an. Ich will euch nicht beleidigen, aber wir hatten früher einige Probleme mit Gold, das uns anvertraut wurde. Aber wie sich später herausstellte, sagten wir unrechtmäßig erworben. Ihr versteht mich, nicht wahr? Ja, damit hatten die alten Banken aber echt nicht so wirklich ein Problem. Die haben sich einfach nur gefreut, dass wir Hunderttausende von Goldmünzen eingezahlt haben. Aber na gut, das heißt, wir können hier nichts machen. Naga-Banken. Zu meiner Überraschung habe ich herausgefunden, dass die meisten Menschen glauben, Zwerge seien guten Bankiers. Ich frage mich, warum? Alle Zwerge, die ich kenne, interessieren sich nur deswegen für Gold, weil sie es schmelzen können. Aber deswegen ist es noch lange nicht ihr Lieblingsmetall. Zu weich. Wir Nagas waren dagegen die ersten Kinder der Drachen, die es verstanden haben, wie richtig Sparpläne und die Entwicklung eines Bankensystems sind. Wir haben das Bankwesen in den Rang einer Kunst erworben. Ja, wir sollten ganz schnell hier raus. Aber noch kurz was über die Nagas in Seehafen erfragen. Sa, es ist in der Tat ungewöhnlich, außerhalb des Lotusreiches Mitglieder unserer Rasse anzutreffen. Ich bin vor ein paar Jahren zusammen mit meinem Bruder Toshiro, seiner Frau Yayoi und einigen wenigen Freunden und Bediensteten hierher gekommen. In unserer Heimat Hashima herrschte Krieg und unser Clanführer hat sich mit dem falschen Daimo verbündet. Wir mussten uns nach einem geeigneten Ort für einen Neuanfang umsehen. Shalassas Strömungen haben uns auf diese Halbinsel geführt. So nah am Meer ist das Leben schön. Ach übrigens, falls ihr ausgebildet werden wollt, besucht den Dojo meines Bruders. Also gleich weiter verweisen. Die scheinen alle sehr kapitalistisch veranlagt zu sein. Dojo, hä? Huh? Das wird ja wohl das Ding da sein. Nicht benutzbarer Brunnen. Hier ist bestimmt ein Fass irgendwo. Rückseite des nicht benutzbaren Brunnen. Mach mal ganz kurz bitte wieder hier, ne? Geheimnisse finden. Nix, okay. Ha. Oh, Kiste. Nee, 300 Goldmünzen. Was machst du? Ihr hier? Rumstehen, okay. Nung, 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 nung. Gut. Also das ganze Ding war hier rein optional. Aber schön, dass man sich trotzdem ein bisschen umgucken kann. Also dass alles nicht statische Wände sind und man nicht wirklich dahinter gehen kann. So, jetzt Dojo. Sehr unterschiedliche Vertreter ihrer Spezies. Die eine sieht fast menschlich aus und die andere hat einen Schlangenkopf. Aber gut. Willkommen in unserem bescheidenen Dojo. Ich kann euch alte Meditationstechniken lehren, die eure Konzentrationsfähigkeit in der Schlacht steigern. Oh, sehr schön, Experte für Mystik. Kaufen, kaufen, kaufen. Arkane Disziplin haben wir noch nicht. Was ist mit dir? Experte mit dem Schwert. Experte mit leichter Rüstung, Experte mit schwerer Rüstung. Kann Gerugon noch nicht. Experte für Wassermagie, Luftmagie, Primärmagie. Haben wir bereits, brauchen wir nicht. Ja, okay. Also, Wasserluft primär. Schwert. Boah, das kann ich mir auch gar nicht merken. Wir merken uns, im Dojo gibt es ganz viele Sachen zum Lernen. Und wenn wir mal irgendwas brauchen, gucken wir einfach hierher. Muss allerdings eingetragen werden. Wohl ist er, oder? Nee. Was? War das Maus oder ein bisschen zu langsam? Ja, Seehafen und Dojo. Luft, Wasser, Arkan, Disziplin,
Mystikschwert. Leichte Rüstung. Da war auch beidhändiger Kampf und so zwei bei, aber das brauchen wir nicht. Ich glaube, das reicht erstmal. So. Noch irgendwas hier bei den Nagas? Ich glaube, das war es nämlich schon. Ja. Also eine Bank, die wir nicht benutzen können. Und der Dojo. Hoffen wir, dass die Zwerge mal ein bisschen größeres Gebiet haben als die Nagas hier. Zwerge waren vorne am Eingang. Hier rum, da rum, da rum, da rum. Haben wir mit dir schon gesprochen? Du warst nur Klatsch, ne? Ja. Da. Heimelig. Oh. Schleichender Zwerg. Na gut. Da geht's nicht rein. Du bist kein Zwerg. Ihr seid Schatzjäger, nehme ich an. Achte unternehmungslustige Geist der Jugend. Ich beneide euch. Boah. Gregors Rüstzeug. Experte leichte Rüstung. Schon wieder. Sachen reparieren müssen wir nicht. Wir kommen nicht in Nahkampf. Klar. Handeln. Magieabweisender Normannenschild der Gegenwehr. Oh, gibt schon ein paar nette Sachen. Aber wie gesagt, ich kaufe nicht wirklich viel. Raus. Oh, was? Schwarze Pulsierungslosigkeit. Da geht's nicht hoch. Da geht's nicht rein. Eldgrims Haus. Das wird ein Auftraggeber sein. Oh, sogar eine Förderung zum Runenfürsten. Das wäre schick für Tirik. Ihr wollt also Runenfürsten werden, was? Als ranghöchstes Mitglied der Priesterschaft Arkas auf der Halbinsel kann ich die Sakramente-Zeremonie vollziehen. Doch zuerst müsst ihr euch beweisen. Mhm. Also der Paladin muss, um sich zu beweisen, in diese Gruft gehen, wo es doch recht haarig ist. Ich denke mal, bei dem Runenpriester wird es ähnlich sein. Vor 10 Jahren wurde die unsichtbare Bibliothek der Gesichtslosen in den Bergen unweit des gefallenen Außenposten Suttgard gesichtet. Offenbar haben sie die Dämonen irgendwie gestohlen und gänzlich aus unserer Welt entfernt. Und da kam mir die Erleuchtung. Ist es möglich, dass der finstere Einfluss der Bibliothek der Gesichtslosen die Ursache für den Wahnsinn war, den mein Volk ergriffen hat? Ich bin jetzt alt. Ich will, dass ihr nach Suttgard geht und bestätigt, dass der Fluch aufgehoben wurde. Zu diesem Zweck müsst ihr Arkas heiliges Feuer im Herzen der Stadt neu entzünden. Wenn ihr Erfolg habt, bedeutet dies, dass endlich der Zeitpunkt gekommen ist, Suttgard wieder in Besitz zu nehmen. Und dann hättet ihr euch den Titel eines Runenfürsten mehr als verdient. Okay, also um Paladin zu werden, müssen wir etwas tun, wovor selbst Inquisitoren Angst haben. Und um hier Runenfürst zu werden, müssen wir etwas tun, was die ganze Zwergenrasse bisher nicht geschafft hat. Nämlich die Stadt wieder zu erobern. Okay. Kleine Seele. Oh, können wir mit dir reden? Nein. So. Hier ist nix. Hier wird wieder eine Truhe sein, ha? Huh? Nee, noch ein Haus. Meister der Feuermagie. 1500 Gold. Ist gekauft. Und die sollten unbedingt mehrere Porträts einfügen, weil immer der gleiche Typ mit dem Monokel ist. Meh. So, darum. Was hast du denn Schönes bekommen dafür, für den Meisterrang? Gegen euch gewirkte Feuerzauber werden weitere 10 Widerstand gegen Feuermagie der Ziele ignoriert. Sehr schön. Was macht Großmeister? Eure Angriffe für Feuerzauber steigern sich um weitere 5% pro Fähigkeitsstufe. Was? Achso, das war allgemein. Ja, okay, das passt schon. Also der Großmeister Rang bringt, gegen euch gewirkte Feuerzauber ignorieren weitere 20. Das heißt, wir hätten insgesamt 40 Resistenzen, werden ignoriert. Könnten wahrscheinlich selbst Feuerelementare verbrennen. Aber gut, das war es dann auch hier drin. Damit müssten wir mit der Stadt schon fast durch sein, ha? Huh?
Also schon nach 3 Folgen oder so.